Hallo und herzlich willkommen, liebe Meute, ein fröhliches Mörgel an euch allen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie geht's? Wie steht's bei euch? Sorry, dass ich jetzt hier gerade noch diese 3 Minuten, 4 Minuten den Stream erst hab laufen lassen. Ich musste noch kurz meiner Freundin Tschüss sagen. Sie geht nämlich jetzt wieder kurz weg über die Zeit, wo ich jetzt streamen kann. Haha, das heißt also, wir können uns jetzt hier ganz entspannt um die Mercenaries kümmern. Und wie ihr vielleicht schon im Streamplan gesehen habt, werden wir nachher noch ein bisschen was anderes spielen. Tatsächlich auch eine sehr, sehr coole und sehr, sehr ähnliche Variante. Oder was heißt ähnlich? Selbes Spielprinzip. Tower Defense. Also, ist okay. Gucken wir aber nachher mal rein. Erstmal aber zu Mercenaries. Schön, dass ihr da seid. Misa, Orangensaft und Zeratul. Wunderschönen guten Tag. Erstmal so früh im Stream drin. Natürlich auch an all die anderen. Wir spielen jetzt erstmal. Lass mich mal gucken. Erstmal sollte ich vielleicht die Stream-Ding wechseln. Die Stream-Szene wechseln, bevor ich hier jetzt in die Materie einsteige. Wir werden wieder ein bisschen mit Stream Raiders Dinge machen. Denn Stream Raiders ist eine sehr, sehr wichtige Sache, die ich immer mal wieder vergesse. Und das ist halt nicht optimal. Es gibt ein neues Event, das gucken wir uns einfach mal gemeinsam an. Da könnt ihr nämlich ganz fleißig mit drin sein. Ich kann meine Army hier auch jetzt mal... Ich bin immer noch auf der Suche nach einem blöden Centurio, weil ich glaube nämlich, der Centurio wäre ein richtig guter Tank für mich. Aber es gibt einfach keine Centurios. Es gibt einfach keine Centurios mehr für mich zu kaufen. Paladin. Paladin möchte ich aber nicht spielen. Deswegen, naja, never mind. Wir gehen also rein in die Kampagne, starten den ersten Kampf. Leute, ihr wisst, wie das Ganze geht. Ausrufezeichen Stream Raiders, falls ihr den Link nicht habt. Ansonsten platziere ich jetzt hier mal meinen Tank. Und ja, der wird euch hoffentlich das Leben retten, liebe Leute. So, okay, und jetzt geht's weiter zu Hearthstone Mercenaries. Ich möchte ja, wie gesagt, mit euch heute so ein bisschen kleinere Actions machen und sowas. Dankeschön, Zeratul. Sehr, sehr nett von dir, dass du das hier reingepostet hast. Ein bisschen was Neues spielen. Wir werden uns heute ein bisschen die Shadow Comp angucken. Ich war ja erst bei einer Shadow Demon Comp. Inzwischen bin ich wirklich bei einer kompletten Shadow Combo angekommen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das halt echt eine ziemlich nice Sache, dass wir da wirklich so eine Möglichkeit haben, inzwischen Shadow zu spielen. Und natürlich, die Quests müssen erledigt werden. Des Weiteren habe ich mir überlegt, ich bin inzwischen wieder bei 1000 Gold angekommen, dass wir uns ein paar Mercenary Packs holen sollten. Vielleicht nicht heute, aber im Laufe der Zeit auf jeden Fall. Die 1000 Gold habe ich mir mit den Quests angespart. Ich bin ja jetzt gerade in den Endzügen des Battle Pass. Kriegen wir immer 150 Gold pro Ding. Und 150 Gold ist sehr, sehr viel. Genau, zu meinem Shadow-Ding, was ich spielen wollte, ist jetzt natürlich ein bisschen allgemein schwierig, weil Shadow gibt es eine sehr, sehr gute Comp, kann man ja direkt erstmal sagen. Diese gute Comp ist Tamsin und Vol'jin, genauso wie Sylvanas. Und Natalie ist halt so ein bisschen, ja, ich finde, sie tanzt so irgendwie aus der Reihe, weil sie halt in der einen Hinsicht natürlich hier die Shadow-Sachen hat, hier mit Shadow Beam. In der anderen Hinsicht ist sie halt aber auch ein Light-Character. Ich habe schon gesehen, dass viele Leute sie spielen auch zusammen mit keinem Shadow-Character, nämlich zusammen mit Anduin, genauso wie auch mit Prophet Velen. Finde ich auch eine sehr interessante Sache, aber da muss man natürlich dann überlegen, in welche Richtung man tatsächlich das Ganze machen will. Also meine Überlegung war, dass wir Shadow mit SCH spielen heute. Oder die Alternative dazu ist, wir spielen heute Orks. Weil Orks nämlich auch geil sind. Aber ich glaube, für Orks fehlt mir nämlich noch einer der wichtigsten Charakter. Und das ist Garrosh. Heißt der Garrosh oder ist es Grommash, der mir fehlt? Einer von den zwei. Nee, Grommash habe ich, dann fehlt mir noch Garrosh. Ja, Garrosh Hellscream. Ich habe mir nämlich überlegt gehabt, dass das doch eigentlich auch mal eine relativ coole Sache wäre, Orks zu spielen. Bin mir gar nicht sicher, wo habe ich mir das denn gespeichert gehabt? Das müsste ich mir hier gespeichert haben, oder? Das müsste ich mir prinzipiell hier gespeichert haben. Genau, mir fehlt Garrosh. Mir fehlt Garrosh für meine Orks-Kombo. Deswegen werden wir keine Orks spielen heute. Vielleicht spielen wir... Komm, Leute, dann spielen wir Wildtier, oder? Was sagt ihr? Spielen wir Wildtier oder spielen wir Shadow?
In Shadow würde ich halt dann ganz klassisch einfach einen Karn reinpacken, weil Karn halt einfach überall super gut zu spielen ist. Und alternativ bräuchte ich halt, ich bin mir sogar am überlegen, ob ich Nathalie einfach rauspacke. Weil ich meine, Vol'jin hat halt die Shadow-Kombo. Das ist super stark, die ist 6 instead. Und Nathalie hätte halt mit Shadow Beam 4, das wäre 5, Tamsin ist auch 5. Nathalie ist halt gut mit Vol'jin zusammen, weil sie halt einfach schneller ist. Ich glaube tatsächlich, ich werde jetzt einfach noch entweder einen Quest-Character hier reinpacken oder Samuro, dass ich den ein bisschen leveln kann. Weil, ja, Orks möchte ich definitiv leveln. Komm, wir spielen kurzerhand mal kurz Ding da drin hier. Um die Quest zu erledigen, spielen wir eine kleine Runde Xurella. Real Snakes Lieblingscharakter hier drin. Also insgesamt sind meine Charakter so ungefähr auf Level durchschnittlich. Gott, Xurella habe ich noch gar nicht gelevelt. Durchschnittlich Level 10 so ungefähr. Das heißt also, wir werden auch gleich in die 10er Queue einsteigen. Und werden dann auch mal schauen. Ich möchte euch an dieser Stelle auch direkt anbieten, Leute, wenn ihr Bock habt, heute mal gegen mich nochmal anzutreten oder sowas. Ich weiß nicht, ob die Quests tatsächlich dann auch triggern, aber ich würde mal behaupten, das kann auch gut funktionieren. Und dann können wir vielleicht da mal ein paar coole Duelle gegeneinander machen. So, wir gehen direkt in das 10er Matchup rein, weil wir auch viele Caster haben, ist das nicht schlecht. wir haben halt Karn und Xurella nur. Hey Lamefish, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hab zum Glück noch auf Discord gesehen, dass du streamst. Hast du denn etwa nicht die große Ankündigung gestern gesehen? Also es ist ja, das ist ja fast schwach, möchte ich mal sagen, an dieser Stelle. Bin ich ja fast ein bisschen enttäuscht. Okay, ja, das sind natürlich jetzt, dass ich keine Ding habe, sehr, sehr gut. Spielen wir ihn hier. Ich spiele ihn hier und dann haben wir einfach noch den fettesten Cast raus, den wir haben. Xurella. Sie wird wahrscheinlich sterben. Oh, war das denn smart, dass ich sie rausspiele? Das ist eine gute Frage. Du gehst also? Dann. Komm bald wieder. Oh, dann beeil dich mal. Bis dann. Tschüss. Ja, ja, ist okay. So, der tötet den auf jeden Fall. Du greifst. Ja, den hier an. Und dann verlamest du den hier. Das ist eigentlich gut. Hey, Wolfi, schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Ach doch, du hast es gelobt. Natürlich hast du es gelobt. Ja, sorry. Du hast natürlich vollkommen recht. Du hast dir gesagt gehabt, dass es wundervoll war. Du hast vollkommen recht. Dankeschön nochmal für das Lob, ja. Dankeschön nochmal fürs Lob. Ah, shit, ich hätte natürlich den anderen Cast ansetzen müssen. Ich muss ja mit ihr diesen blöden Quest wieder machen. Hey, Mio, schön, dass du da bist. Wolfi und die Duncan, schön, dass ihr da seid. Wie geht es euch? Ich hoffe, ihr seid fit und munter. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen im Stream. Soll ich euch mal eine Kleinigkeit erzählen, Leute? Ich bin... Oh, Horde-Charakter. Haben wir viele Horde-Charakter? Zählt Sylvanas inzwischen noch als Horde-Charakter? Wir gehen dafür. Zählt Sylvanas inzwischen noch als Horde-Charakter? Wäre eine interessante Sache, einfach mal zu wissen. Werden wir gleich sehen. Also, sie ist Horde, oder? Wait, wir hatten das jetzt gerade nochmal gekriegt. Ah, Vol'jin hat das gekriegt, gell? Das heißt also, ich spiele jetzt mal Vol'jin raus, einfach um die Shadow-Kombo auch mal zu spielen. Natalie Celine ist ja die schnellste gewesen an der Stelle. Und dann packen wir einfach mal nochmal Tamsin raus, einfach weil wir Full Caster gehen. Wir spielen jetzt die Shadow Comp, Leute, okay? So sollte das am Ende dann aussehen, wenn wir auf Shadow Comp gehen. Ja, ich bin bereit. Okay, passt auf. Wir haben hier, if you have Anathema. Deals 5 Damage instead. Was ist denn Anathema? Ah, oh, das braucht leider einen Turn. Was ist denn bitte Anathema?
okay, das hat ganz normal 6 Damage gemacht. Ja, Voltron braucht halt eine Zeit, bis er Action macht. If you have Benediction. Ah, ist das ein zusätzliches Skill? Kann das sein? Es ist ein zusätzliches Skill, das ist natürlich dann eine Sache, die ich nicht wusste. Ah, gut, gerade abgekugelt ist. Ja, nice. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt, mein Freund. Guck dich das mal an, Leute. Er wird halt jetzt richtig, richtig boosted. Wenn wir einfach noch eine Runde länger in dem Ding drin gewesen wären. Bin ja gerade nicht so aktiv, sonst hast du einen Bock gerade nicht, aber sonst alles gut. Ja, ich habe mich schon gewundert, wo du eigentlich in letzter Zeit geblieben bist, weil warst ja schon irgendwie nicht so häufig da. Ja, komm, wenn wir die Horde-Charakter unterstützt haben, ich unterstütze auch die Allianz, zumindest teilweise. Wie danke, mir geht's auch gut. Ich hätte Bock auf ein Duell, aber meine Charaktere sind nur auf 15. Ich krieg sicherlich auch ein 15er Team. Guck dir das Team an hier, das ist auch ungefähr 15. ungefähr, ganz grob. Ja, Xirella wird halt hier definitiv sterben, da habe ich halt keine Lust drauf. Wer könnte denn hier, ich glaube, Tamsin könnte am nervigsten. Ich komme halt mit Xirella, obwohl komm ich, naja, ich bin schon zu spät. Aber Xirella wird im Endboss-Fight definitiv reinkommen. Xirella ist halt, ja, super guter Charakter, aber hier dagegen wäre es halt einfach super nervig, weil die würde halt instant einfach geklatscht werden von allen. Vor allen Dingen, wenn ich gegen ein komplettes Green-Team spiele. Wir holen uns mal einen Tank, das zumindest hier... Oh wow, okay, sie hat auch einen Cast. Das ist natürlich unpraktisch. Ah, habt ihr gesehen, Leute? Shadow Action. Kann Tamsin sich selber healen? Das wäre nice. Kann sie leider nicht. Ist okay. Ich mache den First Hit. Überlebe es natürlich. Tamsin macht den Second Hit. Kriegt er mit dem Buff. Und Karen finished. Nice, sie überlebt sogar. Hey, Real Snake, schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Lieber Herr S., einen schönen guten Abend zusammen, habe eine schöne Pizza von Domino's. Oh, Schleichwerbung hier an dieser Stelle. Und jetzt Scrollstream. Fehlt nur noch ein kühles Bier, dann wäre es perfekt. Dann geh doch zum Kühlschrank und hol dir ein kühles Bier. Also, um Perfektion zu erlangen, darf man sich keinen Weg scheuen, liebe Freunde. Ey, Mio, vielen, vielen Dank für dieses wundervolle geschenkte Abo an den guten Lamefish. Herzlichen Glückwunsch. Lamefish, du hast jetzt wundervolle Emotes, die du einsetzen kannst, um den Chat, wie auch andere Chats, voll zu spammen und wissen zu lassen, dass die Murlocs hier unterwegs sind. Dankeschön, Mio. Sehr nett von dir. Ah, fuck, ich habe keine Quest fertig, gell? Kann ich Quests abbrechen hier? Ich könnte theoretisch wirklich Quests abbrechen. Ah, halt die Klappe. Dich habe ich eh keinen Bock. Pass auf, Leute. Ich möchte für Karen Action haben. For our ancestors. Der Ancestral Uppercut. Alles klar, das ist nice, weil Karen hier zu buffen ist richtig gut. Ja, Mio, du bist ein Gönner, ne? Gönjamin, würdest du jetzt sagen. Gönjamin würde er an der Stelle jetzt sagen. Ich muss hier die Apokats machen, deswegen legen wir damit los. Und dann möchte ich die Shadow Comp spielen. Nice, da kommen sie schon, die Murlocs. Voltron ist so gut einfach nur. Er macht richtig gut Damage. Und was halt noch viel krasser ist, er slowt halt den Gegner noch dazu. Das ist halt wirklich gut.
Und jetzt wird er eskalieren. Ich weiß, er ist noch nicht so stark, aber er wird jetzt definitiv eskalieren. Stomp. Deal 2 Damage to all enemies. Aber ich muss den Ancestral Uppercut noch machen. Oh, warte mal. Aber den Ancestral Uppercut machen wir nicht dorthin, sondern den machen wir hier rein. Und jetzt machen wir das hier und legen los. Zack. Er wird immer noch gehittet. Und zack. Das war guter Damage. Ich meine, es ist prinzipiell schon ziemlich stark, dass du halt hier Shadow plus Heal eigentlich an dieser Stelle hast. Das ist schon ziemlich gut. Okay, Ancestral Uppercut. Ne, warte mal. Du machst das dann in die Richtung. Obwohl, der macht 12, gell? Er macht 12, denn jetzt haben wir hier eine. Ja, okay, die machen halt. Oh, der macht 4. Ah, ne, der macht nur 4. Ich habe gedacht, der macht vielleicht 4 Damage als Hit. Aber so ist es okay. Oh, wait, der andere macht auch 2? Ja, ist okay, dann. Ah, ich muss jetzt Skirella. Muss ich ja gar nicht mehr hier questen. Die habe ich ja jetzt durch. Der Real Snake haut erstmal die Snakes raus hier. So, der Ancestral Uppercut. Nee, du machst einfach nichts. Ich hatte vergessen, dass er auch selbst mit 0 Attack das immer noch so macht. Slow and steady. Real Snake, vielen Dank für deinen Drink. Das ist meine Flasche hier. Auf dein Wohl, mein Freund. Prost. War ein richtig gut kaltes Wasser. Als ob ich den Heal jetzt nicht mehr angerechnet kriege, deswegen. So, Xurella ist jetzt auch ein Level Up. Oh, Leute, da geht mal wieder ein Heist los. Ausrufezeichen Heist in den Chat. Mit der Zahl, die ihr hier, mit der ihr teilnehmen wollt. Okay, Leute. Also mein Team muss jetzt bestehen eigentlich aus Karen, Diablo und ich muss noch den Lord töten. Ich glaube tatsächlich, dass ich würde gerne Felwood, wenn ich ehrlich bin, weitermachen. Mein, den muss ich killen, aber ich habe halt nur meine Feuercomp. Leute, machen wir Felwood weiter oder sagt ihr, ich soll meine Comps weiter leveln? Ich meine, irgendwann muss ich das machen, aber ich glaube, ich bräuchte halt erstmal eine 30er-Comp, um da halt irgendwie Action zu machen, gell? Komm, wisst ihr was, wir machen jetzt mal kurz den 28er mit Feuer. Feuer! Lamefish, das geht nur, wenn du auch genug hast. Ja, The Ragster. Die Blue. Und dann tun die das. Obwohl, ich hätte gerne Gerden, glaube ich, gespielt an der Stelle. Vergesst auch nicht, liebe Leute, es ist wichtig, dass ihr immer noch hier Ausrufezeichen Stream Raiders, dass unser Team weiter wächst. Das ist ganz arg wichtig.
Ganz, ganz, ganz arg wichtig. So, zack, 10 Damage. Der Dumm Charge. Und dann hätten wir hier nochmal drauf. Ich meine, das macht 18. Ich glaube tatsächlich, dass ich... Ja, wenn er noch hitte, dann ist es trotzdem lethal. Ja, das ist lethal, nice. Sehr schön. Die Komp funktioniert halt immer noch. Ich meine, wenn du genug sparst, kannst du dir relativ einfach die Punkte ranholen. Also das ist echt eine gute Sache. Das System, du kriegst aktives Zuschauen, kriegst du einige Punkte. Passives Zuschauen kriegst du auch einige Punkte. Fire Spells, your Humans and Elementals haben plus 9 Leben. Ja, definitiv. Okay, wie müssen wir hier laufen? Am Ende kommt ein, was bist denn du, Tank. Das heißt, wir wollen die Tanks noch wirklich nicht buffen. Das heißt also, wir könnten jetzt hier das Elite-Camp mitmachen oder alternativ, es gibt sogar zwei Elite-Camps. Nö, wisst ihr was, wir machen uns einfach den Easy-Weg, Leute. Wir machen uns einen super Easy-Weg jetzt einfach da hoch. Zuschauen, einfach zuschauen, chatten, das sind so die Hauptprinzipien, die dahinter stehen. You will burn. Oh, das war keine gute Idee, aber ist okay. Ist nur einer. So, dann machen wir hier mal Inferno. Er hat sogar den ersten Hit, gell? Das würde ihm aber nichts nutzen. Es würde ihm einfach nichts nutzen. Aber er hat eine Runde überlebt. Ich meine, das ist genau das Leben, was er halt hier benötigt hat noch zusätzlich. Oh wait, nee. Du machst das mal das nicht, du machst das nicht. Diablo muss den Stomp machen. Wait, er hat sich selber getötet? So wie zu dem Thema. Diablo muss doch bei mir den Stomp machen, oder? Attack random enemies until this merc dies. Nope. Deal 6 damage to a random enemy at the end of at the start of each turn. You're sure thing. Muss ich mal ganz kurz gucken, Leute. Ich muss doch hier. Ja, der muss halt Firestorm. Der hat halt noch kein einziges Mal gefirestormt. Okay, pass auf, Leute. Wir geben allen Protector einen Buff. Nein! Ich muss hier dann erstmal visit. Ja, Spirit Healer ist mir egal. Könnte jetzt sein, dass wir aufs Maul kriegen am Ende. Make all Protectors Abilities to... Oh mein Gott. Ja, wir nehmen das hier nochmal mit. Nice. Okay, da sind wir jetzt gut durchgekommen und haben noch eine Quest gekriegt. Okay, die sind fett. Okay, ihr seid fett. Ich meine, 8er Geschwindigkeit ist halt definitiv nicht ausreichend. Damage, holy shit. Also Schaden machen die definitiv. Flamestrike ist zu langsam. Flamestrike würde wie viel machen? 22 schlussendlich, gell? Jetzt pass auf, Leute. Anderer Plan. Wir machen hier erstmal 9 Schaden. 14 Schaden. 14 Schaden. Und dann nochmal ein 22er Flamestrike. Ja, und damit hätte ich mal gesagt. Ne, warte mal. Ja, und das hier. Na, hätte ich mal gesagt. GG.
Sehr schön. So einfach kommt man durch den Fellwood durch. Ah, warte mal, das ist noch gar nicht der letzte gewesen, gell, oder? Ist es der letzte aus Fellwood? Es gab auf jeden Fall einige Bounties, die ich erfüllt habe. Doppelbrewkan ist sehr stark. Oh wow, Fellwood ist damit schon zu Ende. Winterspring. Recommended Stufe 30. Ja, Stufe 30. Fullborgs. Okay, das heißt also, wir müssen jetzt zu den Dingen gehen. Wir müssen jetzt hier nach Winterspring und Winterspring ist standardmäßig Stufe 30. Stufe 30. Und was kriegt man hier? Vulcan Rexar Carriel. Was sagt ihr, Leute? Bringen wir unser erstes Team auf 30? Bei dem Gebiet mit Stufe 30 fängt es das an. Komm Leute, wir bringen unser Team erstmal auf 30, oder? Das ist doch ein Deal. Dann nennen wir diesen Stream jetzt nämlich nicht mehr so, sondern ich benenne den mal ganz kurz um. Erstes. Ach komm, scheiß drauf. Ist ja egal. Der Stream kann ruhig so heißen. Die Leute können ja reingucken und sehen, was ich hier mache. Das heißt also, was fehlt uns noch? Wir brauchen noch Rack 4 Level, Alex 4 Level, Vaughn 5 Level, Diablo 3 Level, Antonidas 5 Level und Gadden 5 Level. Das ist nicht wenig. Okay, ich buff definitiv das hier nochmal, weil das gerade so... Wenn ich da mit meinem AOE halt richtig durchrasieren kann, wird das halt ziemlich nice. Mein Ragnaros kann ich entweder Die Insect buffen oder alternativ den Blast. Aber ich glaube tatsächlich, ich möchte erstmal Die Insect buffen, dass wir da 20 Damage machen. Dann kommen wir dann noch leichter durch. Vaughn habe ich kein Upgrade gekriegt. Diablo leider auch kein Upgrade. Und ich würde lieber hier den Feuerball boosten als irgendwas anderes, wenn ich ehrlich bin. Okay, liebe Chat, ihr habt jetzt eine Möglichkeit. Und zwar biete ich euch die Möglichkeit, eine kleine Abstimmung gleich zu machen. Gehen wir mal rein und machen nochmal hier den Lord Bane Hollow. Ey, erstmal schön, dass du da bist. Lieber Ink, freut mich, dass du da bist. Grüße gehen raus. Wie sieht's eigentlich aus? Sind wir losgefahren? Eine wilde Mannschaft. Okay, zurückgekommen ist Wolfie, Lamefish und ich. Ha! Gute Arbeit, Kameraden. Ich glaube, du musst Accept Duell schreiben oder sowas. Deswegen funktioniert es nicht. Ach was, 25 reicht oder 3,30er, je nachdem, Bossgegner. Ich gehe jetzt noch einmal hier rein und level dann noch einmal hier hoch an der Stelle und dann gehen wir in die 30 Queue. Aber was vielleicht hier interessant ist für den einen oder anderen, ich bin jetzt zweimal hier reingekommen und hatte zweimal ein Mystery hier drin. Das heißt also, mit dem Mystery hier kann man vielleicht gute Sachen pullen. Also müsste man sich halt mal überlegen. Leute, ihr seid... What the fuck einfach nur? Da kann ich doch nichts dafür, dass ich zurückgekommen bin und ihr nicht. Ihr müsst euch halt einfach mal ein bisschen mehr anstrengen. Ja, ich spiele Gadden. Ich mag Gadden irgendwie inzwischen fast mehr als Antonidas. Oh, er überlebt echt mit einem Leben.
Ja, aber da kommt noch Ragster. Und Ragster tötet sie alle. Als Streamer kommt man wahrscheinlich immer zurück. Kann man irgendwo einstellen. Nein, kannst du nicht einstellen. Wirklich, zu 100% kannst du das nicht einstellen. Die Sache ist halt nur die, mir bringen die Punkte ja einfach so ganz prinzipiell einfach mal gar nichts, gell? Weil ich halt infinite Punkte hab. Also warum sollte ich das einstellen? Also jetzt mal wirklich, also ohne Scheiß. Warum sollte ich es einstellen, dass ich immer zurückkomme? Ich müsste, warte mal, was sind das? Fighters wären alle gut dagegen, aber App, das bringt mir prinzipiell nicht so viel, gell? Wenn ich dann wahrscheinlich irgendwie auf das Mystery komme, dann sind alle plötzlich Fighter. Ich gebe den Spirit Healer. Ich möchte auch den Epic noch nicht machen. Ich bin noch unter 28, deswegen ist das okay für mich. Ganz ehrlich, warum sollte ich das einstellen, wenn ich Infinite Punkte habe? Es ist so super dumm einfach. Okay, ich lass ihn jetzt mal hier kurz ein bisschen. Ich lass ihn jetzt mal hier kurz ein bisschen arbeiten. Das heißt also, Alex wird eigentlich jetzt hier nur heilen. Und nur Diablo wird Damage machen an der Stelle. Kann ich komplett skippen? Ich kann tatsächlich komplett skippen. Nice. Das ist halt einfach. Es ist halt einfach perfekt, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, er kriegt diesen Crit ab und das war's auch schon wieder. Damit musst du halt leben. Ja, ich lebe damit, das ist richtig. Was meint man mit Need a Drink? Kennst du nicht das kleine Elementar Oh nein, er hat sich selber getötet. Das kleine Elementar aus das Salamental. Ist es Salamental? Das ist Salamental, gell? Aus Battlegrounds. Das sagt doch immer Need a Drink. Und Need a Drink gibt's halt hier für Punkte. Und man gibt mir damit was zu trinken, weil ich mich daran erinnern muss, dass ich öfters was trinken sollte. Das ist eine ganz simple Idee. Warte mal, will ich jetzt gar nicht hier das machen, oder wie? Ja, einmal halt. Aber trotzdem war das eigentlich eine ganz gute Runde. Also das hat mir definitiv meine... Das hat mir definitiv mein Wert hier extrem hochgetrieben. Ich meine, weil das erste Mal war, glaube ich, insane, wie oft das war einfach. Und meine Viecher sind halt so tanky gewesen, dass es nice war einfach. Ist ein Cooldown drin. Oh Leute, das Battle ist ready. Seid ihr bereit? Wir gehen mal ganz kurz in Stream Raiders und es sind auch genug Units da, die Bock haben, hier zu kämpfen. Okay. Es sind auch genug Units da, die hier Bock haben zu kämpfen. Das heißt also, wir starten direkt den Kampf. Misa hat einen richtig fetten, gelben Typen hier mit reingestellt. Ich hoffe tatsächlich, dass wir dieses Mal das hinkriegen. Also letztes Mal waren wir ja echt nicht so gut dabei, leider teilweise. Okay, die Zombies müssen erstmal die Türe aufklatschen, oder was? Ja, Leute, während das so dauert, ne? Jetzt mal gucken, wo sind die Musik? Warum sind die so laut? Das ist natürlich angenehm, dass wir jetzt hier so ewig warten müssen, weil die nicht die Türe aufkriegen. Und jetzt können sie loslaufen, Leute. Jetzt geht auch das große Gemetzel los.
Misa ist gerade Top 1 Kämpfer. Müssen wir hier ganz kurz Soundeffekte noch ein bisschen leiser machen. Ja. Hype in den Chat, Leute. Wir haben es geschafft. Und ich gebe irgendjemandem einen Reward. Misa hat den Reward gekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Und damit können wir auch hier die ersten Sachen collecten von diesem Ding. Ich weiß nicht warum, aber ich habe jedes Mal diesen komischen Battle Pass. Also keine Ahnung warum. Also falls mir den irgendjemand geschenkt hat, Dankeschön dafür, aber Dankeschön. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also Leute, nächster Kampf wird gestartet. In einer halben Stunde geht er los. Das heißt also, macht euch bereit. Ihr wisst ja, wie man teilnehmen kann. Dieses Mal wird es auch einfacher gehen, weil, obwohl, ne, das sind ja die Leute mit an den Stahl. Diesmal wird es auch wahrscheinlich schneller gehen, dass die Zombies dann draußen sind. Und wir gehen weiter rein in das Game, denn wir müssen hier weiter kämpfen, Leute. Was ist das für ein Game? Gibt es das Mobile? Du meinst Stream Raiders? Stream Raiders ist ein Streaming-Game. Du kannst einfach dem Link folgen, den du da unten siehst, kannst dich anmelden und dann kannst du hier mitkämpfen. Witznack, vielen, vielen Dank für deinen Drink. Dankeschön, dass du mich daran erinnerst. Auf deinen Wohl, mein Freund. Prost. Dass du das Elemental kennst, habe ich mir schon fast gedacht. Es hätte mich auch gewundert, wenn du es nicht kennen würdest. Einfach weil die Combo funktioniert, Leute. Einfach weil die Combo so dumm gut funktioniert. Oh shit, der hat. Doch, es funktioniert. Okay, nevermind. Ich mach 23 Damage wegen dem plus 3 Feuerschaden, die ich überall habe. Also beim Endboss werden sie wahrscheinlich Level 27 alle. Deal 12 Damage to... Nee, das ist... Ja, wir nehmen die Passive mehr, das ist okay. Yes, nochmal ein Mysterious Stranger. Aber erstmal geben wir diese Quest ab und ich krieg... Yes, ich krieg Magma Horns. Claim. Nice, die erste Ability für Ragnaros. Sehr schön. Okay, was für wen möchte ich noch? Für Ragnaros sage ich schon, für Ding. Soll ich für Rag gehen? Using Die Insects. Also es bietet sich ja fast an, Leute. Er spielt halt ein Murloc-Bild. Finde ich super nice. Mutanus. Das ist halt das klassische Murloc-Bild, Leute. Okay. Ich mache hier 40, 60. Nee, oh, das war nicht gut. Oh, shit. Ja, jetzt muss ich mich bekennen, Leute. Das war nicht gut, aber jetzt muss ich mich bekennen. Keine Kartoffel. Gott sei Dank keine Kartoffel. Ich meine, der hat am meisten Leben. Und er castet als erstes. Das heißt also, er muss erstmal ein bisschen Damage kriegen. Außerdem verteilt er Leben. Das finde ich auch eklig. Ja, deswegen, es war ein Fehler, dass ich das so gemacht habe, tatsächlich. Sehr gut. Oh, so huge. Und er wird leider nicht sterben. Aber es sind 46 und 46 sind, okay, er ist momentan als erster dran. Ich muss jetzt halt meine schnellsten Casts hier tatsächlich rausmachen. Oh nein, jetzt ist 50-50, ob Antoni das stirbt oder nicht. Ah nee, warte mal, er castet sowieso zuerst. Okay, pass auf, Leute. 46 und 46 sind 90, sind 92.
92 plus nochmal 20 obendrauf sollten prinzipiell die 100 voll sein. Ich weiß gar nicht, ob ich 100 oder 120, 200, wie viel soll ich denn machen nochmal mit Rack? Ja, komm hier, 12 Damage. Wie viel soll ich nochmal machen mit Rack? Nein, mir fehlen genau 5. sad. Jetzt gucken wir mal, wer ist denn inzwischen hier schon bei den Stream Raiders dabei? Ja, wir haben hier Rogue, wir haben hier Misa, wir haben hier Real Snake. Stellt eure Units auf, Leute. Stellt eure Units jetzt auf, dass wir gemeinsam kämpfen können. Okay, ich spiele definitiv einen Ragster, ich spiele definitiv Antonidas und ich spiele definitiv wieder Gadden. Einfach um die Kombo. Das ist halt so eine gute Kombo. Ich hätte auch Alex nehmen können als Heal-Kombo, aber das brauchen wir tatsächlich nicht. Zack. Die-Insect, Feuerball auf den mittleren bösen Buben. Hey, Wolfi, erstmal den Murloc in den Chat. Liebe Leute, an all die Leute, die da sind, ihr könnt auch Murlocs in den Chat reinmachen, wenn ihr das wollt, gell? Okay, es kann gut sein, dass der Ragster hier an der Stelle stirbt. Den haben sie halt hier echt aufs Übelste verprügelt, fast schon. Ich glaube tatsächlich, dass es so rum fast besser ist, weil das macht jetzt hier... Das macht 22 Schaden. Das macht halt nur 23 Schaden einmalig. Deswegen ist es so rum fast besser. Und er greift ja trotzdem schneller an als... Ja, okay, er stirbt jetzt erstmal. Aber ich musste den einen Die-Insect auf jeden Fall noch anbringen. Hier, yeah, die Murlocs in den Chat. Okay, ja, ist okay. Ist okay. Ist okay, enter. Ist auch Alex. Die werden halt noch nicht so hochgehen. Kurze Frage. Wie viele Murlocs hast du? Habe irgendwie nur 3 und beim Crafting werden wir auch nicht mehr angezeigt. Es gibt auch nur 3. Das ist ein bisschen schade, gell? Es gibt leider nur eine Dreier-Kombo. Die besteht aus den 2 grünen und dem einen blauen. Oh, das ist eine gute Coins besetzt. Nochmal Brukhan. Stream Raider ist auch wirklich sicher. Also, sagen wir es mal so. Es benutzen so viele Streamer Stream Raiders. Oh, look at that. Yes! Look at that. Alter, wie lang der einfach redet, hey. Okay, wir machen das nochmal, die Runde. Werden aber kurz unser Deck umändern. Weil wir wollen jetzt nämlich kurz mal uns noch Cairn hochboosten. Weil ich mir Cairn hier auch relativ gut als Tank vorstellen kann. Dafür packe ich... Oder wisst ihr was, Leute? Wisst ihr was? Ich sage euch jetzt mal was, okay? Oh, das kann ich auch noch upgraden. Oh mein Gott, das kann ich auch noch upgraden, okay. Wisst ihr was, liebe Meute? Wir gehen jetzt ins neue Gebiet. Gucken noch, ob wir irgendwas hier boosten können. Ich finde tatsächlich Flamestrike ziemlich nice. Ich mache jetzt ein Flamestrike-Upgrade. 12 Damage. 12 verdoppelt sind 24 einfach. Das ist schon ziemlich nice. Wir gehen jetzt ins neue Gebiet. Zack, los geht's. Es benutzen so viele Streamer dieses Stream Raiders. Mal riesige Schlachten und alles Mögliche. Und
Also ich kann es natürlich nicht zu 100% bestätigen, ob das wirklich der Fall ist. Aber bei den vielen Leuten, die das tatsächlich machen, kann ich mir schon gut vorstellen, dass es eigentlich relativ safe ist. Aber man kann sich da nie sicher sein, deswegen möchte ich hierzu keine Aussage treffen. Okay. Ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl, das wird ein interessanter Kampf werden. Ich muss halt gucken, dass ich nicht vorher sterbe irgendwie. Das ist halt super wichtig. Okay, sie gehen alle auf Diablo. Diablo kriegt natürlich doppelten Damage. Ich meine, ein... What is happening? Okay, meine Fähigkeiten sind jetzt schneller noch. Das heißt also, prinzipiell kann ich jetzt hier so machen. Ich kann Firestompen. Warte mal, wie schnell ist Firestomp 5 leider nur? Firestomp und ich mach das hier. Das heißt, ich bin... Der castet halt als erstes. Grants Wind Fury to all allies. Ich glaube tatsächlich, das ist mir egal. Weil ich schneller bin als er in jeglicher Hinsicht. Hä? What? Ich war hundertprozentig schneller. Bei mir stand dran 2-3-3 und der hatte eine 4. Das ist unpraktisch. Das ist ein wenig... Ja, okay, was heißt unpraktisch? Das ist okay, tatsächlich. Oh nein! Das ist nicht gut. Oh nein, das ist gar nicht gut. Er ist doch ein Caster, gell? Ah, außerdem hätte ich gerne das hier drüben gehabt. Okay, Caster-Abilities sind jetzt halt einfach insane. Lamefish, du musst den Browser nochmal komplett schließen und dann nochmal starten. Lass mich mal ganz kurz gucken. Na super. Meine Freundin hatte jetzt einen wichtigen Termin. Oh, Tavish ist böse. Meine Freundin hatte jetzt einen wichtigen Termin. Und natürlich hatte ihr Bus jetzt Verspätung. Das ist halt scheiße. Okay, was wollen wir machen? Wir können hier für 1. Das ist halt super strong. Ich meine, eine Runde kann ich jetzt erstmal gucken, weil ich ja eigentlich hier echt mir sogar meine Sachen noch billiger machen kann jetzt damit. Oh nein, er tötet mir ihn oder wie? 16 Damage. Das ist halt verrückt. 2, 4... 3 für 0. Okay, pass auf. Also er wird... Ich habe keine Lust, dass Antoni das jetzt stirbt. Scheiß auf die Quest. Tavish ist halt echt so ein richtiger... Unruhestifter, würde ich ihn jetzt einfach mal nennen. Guck dich das an, was der für Damage macht. Mann! Und was machst du? Ragnar Bob. The Great Bob. Nichts machst du. Nichts. Ah.
Hey, Darf Dotti, schön, dass du da bist. Also es ist halt ein schwieriger Kampf an der Stelle, muss man einfach mal auch sagen. Muss man halt einfach mal sagen. Ich weiß nicht, ob das, also theoretisch sollte das online funktionieren, sollte das mobile funktionieren, aber ich glaube, es gibt es nicht als App oder sowas, wenn du das meinst. Stream Raiders. Nee, gibt's nicht. Stream Elements gibt's, aber nicht Stream Raiders. Ah, jetzt ist mir doch ein Dude gestorben. Mann, das wollte ich doch extra verhindern. Vor allen Dingen Tony. Der gute Tony ist so wichtig für meine Combo. Okay, 5. Also, dass er schneller ist, ist richtig gut. Und wir haben Heating Up, it's ready auch noch. Ja, das war prinzipiell echt. Also, hier wurden ein paar schlechte Entscheidungen getroffen, Leute. Hier wurden definitiv ein paar schlechte Entscheidungen getroffen. Schon wieder Brukhan. Oh. Okay. Kannst wieder aufhören zu schreien. Man bekommt automatisch eine App. Okay. Kündigt euch an. Big Bad Mugler. Ich meine, ich spiele mal Vone. Ich spiele jetzt mal Vone ein bisschen. Ich glaube, Rexa könnte eklig sein für mich. Deswegen versuche ich den erstmal auszuschalten. Als ob der dann danach auch noch angreifen kann. Okay, das ist gut. Den hier bitte. Ist der falsche gewesen, aber okay. Er ist halt Erster und er wird ihn töten, gell? Er wird ihn nicht töten, das ist gut. Hör doch auf, den anzugreifen. Ah, nee, ich töte erstmal den hier. Und nochmal der Heal. Okay, ich habe First Hit. Ich habe Second Hit. Und das ist killt mein Wohn. Geh jetzt mit wenigen Minions in den Bossfight. Also man merkt schon, dass das Level dementsprechend schon hier relativ wichtig ist. Oh, er ist sogar First. Der ist sogar. Oh nein. Man merkt dementsprechend schon, dass das Level relativ wichtig ist, dass du höher immer kommt. Also mit Level 28, 27 bis 28 sollte man vielleicht nicht ins 30er Gebiet gehen. Merkt euch diese Erfahrung. Demons. Ich meine, alleine, weil er dadurch +5/+5 kriegt, ist das nicht schlecht. Ich habe noch am meisten Fighter. Das heißt also, ich gehe jetzt gegen die Maniacs. They are Maniacs, Maniacs. Oh, schön. Sie haben doch alles dabei trotzdem. Hm, das ist gut. Ich habe daran gar nicht mehr gedacht. Oh, no. Das könnte schmerzhaft werden, Leute. 5 und das ist halt. Die Ability ist halt 3. Ich meine, aber er ist halt ein fetter 5-5er jetzt. Das muss man auch das halt in der Hinsicht auch mal sehen. Er hat halt trotzdem den First Hit einfach.
How is this even possible? So, zack. 30 Damage. Take that. Ja! Genau, greift alle nochmal an. What the fuck war das gerade? Die Fähigkeiten von denen sind manchmal echt absolut crazy. Aber es sollte funktionieren, Leute. Okay. Ohne einen zu verlieren. Und damit gehen wir jetzt zum Endboss. Komm schon, das gibt jetzt... Die müssen jetzt Level-Ups kriegen. Okay, das ist wichtig. Die zwei Charakter habe ich nämlich noch. Okay, die anderen, die gummeln halt immer noch darum. Okay, Real Snake hat nochmal hier einen Raid gestartet. Einen Heist gestartet. Ausrufezeichen Heist eingeben mit einer Zahl. Oder besser gesagt mit einer Zahl, die ihr zur Verfügung habt an Münzen. Okay, das ist ziemlich gut. Plus 3 Feuerdamage wird für mich unglaublich wichtig werden. Also entweder gewinne ich jetzt aufgrund dieses Feuerdamage jetzt das Game. Okay, was macht ihr? Enemies Abilities is slowed by 2. Are you kidding me? Schöne ist halt, mit Diablo habe ich, mit Ragnaros habe ich trotzdem die Möglichkeit. Jetzt pass auf, die Möglichkeit, die Dudes zu one-hitten wegen meinem Feuerschaden. Wenn. Und das ist halt jetzt ein ganz großes Wenn. 14. Das ist okay, pass auf. Das wird funktionieren, hoffe ich. Komm schon, rechts. Yes! Oh mein Gott, das war huge, Leute. Das war richtig gut. Ja, okay, aber es kann gut sein, dass Ragnaros hier stirbt an der Stelle. Ich gebe ihm jetzt mal, dass er von allem gekrittet werden kann. Er wird definitiv Diablo töten wollen. Ach echt, jetzt, er kann die Totems nochmal beschwören. Warte, was habe ich jetzt? Doch, ist richtig. Als ob er die Totems einfach nochmal beschwören kann. 9. Aber sie können halt nichts, gell? Das heißt also, das wäre hier deutlich mehr Damage als das hier. Wenn sie theoretisch als Gegner zählen. Okay, Raxter ist halt down. Der hat halt keine Motivation mehr. Aber damit war's das, Leute. Huh, that was good. Okay, das war eine gute Runde. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich das schaffe, aber es ist wohl möglich, mit einem 27er Team sowas auch zu schaffen. Vol'jin, Vone. Vone ist ganz gut. Brukan habe ich jetzt gefühlt 1 Million. Drei Leute sind gestorben. Okay, wen haben wir hier? Yeti Hunter Renell. Okay, Leute. Es ist jetzt 18 Uhr. Es soll ja heute ein zweigeteilter Stream werden. Das habe ich ja jetzt schon gesagt gehabt. Die große Scroll-Verschwörung. Ja, es ist absolut. Also ganz ehrlich, Defeat 12 Fullbox. Habe ich nicht einige Fullbox eigentlich getötet? Ich dachte, ich habe schon einige Fullbox getötet gehabt. Okay, Leute. Ich werde euch jetzt hier eine kleine Umfrage, eine kleine Abstimmung starten. Und zwar ist die große Frage, Packs jetzt öffnen oder warten?
Die Antworten sind jetzt. Auf jeden Fall jetzt. Warten. Warten bis zur nächsten Erweiterung. Das große E steht für Erweiterung. Okay, los geht es. Ihr habt jetzt die Auswahl. Ob wir die Packs öffnen sollen oder nicht. Und währenddessen werde ich mal kurz noch mein hier 55 Health. Okay, passt auf, wir werden jetzt mal ganz kurz mit dem Nature Club hier reingehen. Warte mal, im Nature Club spiele ich ihn gar nicht, gell? Ja, warte mal, dann packen wir Brightwing kurz raus aus dem Nature Club. Obwohl, Brightwing will ich halt eigentlich hier mitleveln, gell? Arcane? Was habe ich denn bei Arcane mit drin? Achso. Hier hätte ich Kern mit drin, aber die sind alle zu schwach, um wirklich da auf diesem Kernlevel mitzuspielen. Es ist halt so schade. Es gibt ja wirklich einige geile Kombos, Leute. Es gibt ja wirklich einige geile Kombos. Hey, Wolfie, vielen, vielen Dank auch noch für deinen lieben Drink, gell? Auf deinen Wohl, mein Freund. Prost. Jetzt kommt nochmal Real Snake an. Real Snake, auch auf deinem Wohl. Prost. Stimmt ab, Leute. Stimmt ab, ist wichtig. Hey, Katma, vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen in der Meute. Ja, wisst ihr was, Leute? Wir spielen noch den Klassiker ein bisschen. Ich glaube, da kann ich Juf auch, Karen auch noch mit reinpacken, dass er sich ein bisschen besser hielt. Oh, ich wollte auch definitiv noch ein Beast-Deck machen, aber wir spielen jetzt kurz noch eine Runde Murlocs. Lamefish, danke schön auch für dein Follow. Sehr nett von dir. Und wenn wir schon da dabei sind und die gerade leveln, dann leveln wir noch mit. Wäre ja hier interessant, noch mit dazu zu packen. Spielen wir noch einen Brukan mit rein und dann brauchen wir noch einen Tank. Welchen Tank könnte ich mir denn vorstellen, wäre ganz cool wäre? Prinzipiell sind Level einfach Krutus. Krutus hat für mich jetzt keinen wirklichen Sinn in dieser Party, aber dass er halt einfach mal von dem Level 1 einfach wegkommt. Wir gehen natürlich nicht nach Winter Springs, sondern wir gehen in den normalen Modus und machen einfach einen kleinen Achter-Run. Gucken mal, was da dabei rauskommen wird. Und ja, dann starten wir doch einfach mal damit durch. Party 1. Die Murloc Party. Also, was war denn das jetzt das Ergebnis? Oh, das Ergebnis war wirklich, dass wir jetzt die Packs öffnen. Okay, dann öffnen wir gleich jetzt die Packs. Wir machen den Run, dann öffnen wir die Packs. Oh, Leute, da ist schon wieder ein Mystery. Nice. Wir machen den Run, dann öffnen wir die Packs und dann geht's ab. Das ist noch nicht gefollowt. Also, das ist ja... Oh, Real Snake, wirklich? Du weißt, dass ein Refollow mir nicht angezeigt wird. Okay. Eigentlich ist ja Juf derjenige, den ich hier draußen haben möchte. Und dann spiele ich ihn hier und ihn hier für Level-Sachen. Oder besser gesagt, weil er hier halt alle immer healt konstant. Prinzipiell ist der hier vielleicht nicht so ganz sinnvoll gewesen. Ja, war das nochmal... hasn't attacked yet. Ja, du wirst nichts machen, ne? Ich greife natürlich nur ihn an.
Pass auf, wir taunten den hier jetzt hoch. Dass der hier einfach mal ein bisschen Damage nimmt. Warum wird der Heal am Ende eigentlich immer nie gezählt? Das ist doch Schwachsinn, oder? So, Krutris kriegt jetzt hier erstmal ein bisschen den Boost. Ich weiß auch nicht, warum Duelle nicht funktionieren. Muss ich immer echt gucken. Can't be critted, ist gut, weil dann kann ich ihn einsetzen. Komm, wir gehen gegen Sylvanas ran. Oh mein Gott. Ich könnte mir vorstellen, dass Cairn hier echt seinen Spaß haben wird. Natürlich muss ich als erstes mal hier Gruul ausschalten. Aber wenn Gruul ausgeschaltet ist, könnte Cairn hier wirklich Spaß haben. Er wird, glaube ich, trotzdem sterben, ja. Oh mein Gott, ja, okay, vor allen Dingen deswegen. So, das ist jetzt... Der hat... What? Die haben alle nur Summonings gemacht. Ja, okay, komm, hier, zack. Ich weiß, sie werden jetzt alle... Ah, sie werden jetzt alle hineingreifen, gell? Nee, erstmal... Ich kann auch nicht wieder taunten. Och, komm schon. Ja, töte ich dich halt mal. Du healst mal hier den hier. Nee, warte mal. Kann er überhaupt healen? Ne, deal 9 Damage, ups. Du tötest ihn hier mal und du greifst random an, das ist okay. Ich meine, damit habe ich mich wenigstens jetzt so ein bisschen was geheilt. Ich setze das mal nochmal Taunt ein. Als ob er schneller ist als mein Cairn. Ja, sehr schön. Ach nein, aber er überlebt es nicht, gell? Ah, shit. Er muss jetzt was summonen. Er muss zuerst was summonen, sonst kann ich Cairn nicht einsetzen. Okay, er hat die Glaive eingesetzt. Ist okay. Summne was. Beschwör was. Sehr gut, das ist wichtig. Das ist super wichtig gewesen. Weil sonst kann nämlich Cairn... Nein. Sonst kann Cairn sich nämlich nicht healen. Ja, der kann nicht sterben, das ist mir egal. Okay, nice. Oh, Leute, das Battle ist bereit. Krutus ist Level 6 geworden. Das heißt also, wir können ihn langsam auch mal im Kampf einsetzen. Ja, es tut mir leid, Leute. Es tut mir wirklich leid. Ich muss mal gucken, warum das Duel nicht geht. Lasst mich mal schnell in den Streambot gucken. Oder vielleicht sind die Commands ja auch falsch, die ihr eingibt. Muss ich mal schauen. Ja, das ist okay für mich. Okay für mich. Nichts. Ich habe echt gedacht, dass sie eigentlich Cairn angreifen würden, aber scheinbar machen sie das halt nicht.
die schießen ja nur, gell? Die greifen ja gar nicht an. Okay, Brukan hat genug aufs Maul gekriegt jetzt. Brukan hat genug aufs Maul gekriegt. Oh, er wird noch sterben. Ne, er wird nicht sterben. Oder er macht nur 3 Schaden. Ja, Gott sei Dank. So, Cloudbot, wo ist denn dein Problem? Commands. Oh, ihr könnt auch ausgeben, Ausrufezeichen Top Hours. Das zeigt dann an, wer von euch mit am längsten im Stream war. Blue Portal. Na, nice. So, okay, es gibt ein Endboss, Lords Duel. Es gibt Ausrufezeichen Duel und Ausrufezeichen Accept. Ihr müsst also nur Ausrufezeichen Duel eingeben und der andere muss Ausrufezeichen Accept eingeben und dann seid ihr drin. Oh, look. Crossroads is under attack. Streamlabs war länger online als Scrawl. Ja, das liegt wahrscheinlich am Bot. Weil der Bot halt auch noch, wenn du den Bot im Nachhinein noch ein bisschen laufen lässt, dann ist er logischerweise länger online. Oder ist halt länger im Chat da. Mann, greift doch einfach den fucking Tank an, Leute. So wie ihr es auch machen sollt. Das ist ja echt schlimm mit euch. Ich kriege echt die Kratze. Ich kriege echt die Kratze. Stomp. Das ist gut. Komm schon hier den Tank, bitte. Den Tank. Pass auf, jetzt klonen sie sich gleich wieder. Das ist okay. Ja! Endlich kriegt er Damage. Nice. Das heißt also, Karen kann sich jetzt endlich heilen. Also die Quest, die ist unnötig nervig. Das ist kein AOE, gell? Der wird halt trotzdem weiter angegriffen. Der arme Brukan, der wird hier voll vermöbelt von allen. Nein, dann töten wir ihn jetzt endlich hier. Keine Lust mehr. So, okay, dann gibt's halt keinen Kern weiter. So, Leute, das ist aber auch jetzt erstmal. Wir werden jetzt noch öffnen, die Packs. Oh, das ist gut, habe ich ein bisschen was dazu gekriegt. Wir werden jetzt erstmal noch die Packs öffnen, die ich mir ja jetzt hier erspart habe. Und dann gehen wir mal noch ins andere Game.
Wir haben ja heute einen Doppelstream. Denn heute spiele ich nicht nur Hearthstone Mercenaries. Kein Blood 2, ist gut. Nicht nur Hearthstone Mercenaries, sondern auch noch gleichzeitig ein bisschen Legion TD2. Wer dieses Spiel nicht kennt, super geiles Spiel, ich kann es euch definitiv empfehlen. Jetzt kaufe ich mir aber erstmal hier 10. Kann man das inzwischen? Nee, natürlich nicht. Man muss jedes Pack einzeln kaufen, weil Blizzard einen Schalter nicht reparieren kann. Du musst hier wirklich 10 Mal auf Buy gehen. Einzel kaufen. Weil oben, normalerweise kannst du hier drauf gehen und kannst sagen, du möchtest gerne 10 Packs haben. Aber es geht hier nicht. Weil das ja ein anderer Laden ist. Du legst dem Typen 100 Gold auf den Tisch. Und er sagt, hier hast du ein Pack. Dann musst du ihm wieder 100 Gold auf den Tisch legen. Und dann kriegst du nochmal ein Pack. Du musst es natürlich einzeln machen. Es geht nicht bei Blizzard, dass du sagst, hey, ich hätte gerne 10 Packs. Gib mir mal bitte 10 Packs, hier hast du einen Zehner. Das geht nicht. Ihr müsst jedes Pack einzeln kaufen. Spiel habe ich glaube auch. Ist ein richtig gutes Spiel. So Leute. Oh, Pack Opening. Pack Opening Zeit. Aber vorher, bevor wir Pack Opening machen, wird es natürlich nochmal ganz kurz hier in die Stream Raider Schlacht geguckt. Denn es haben sehr, sehr viele Leute einige Units reingehauen. Und damit können wir jetzt auch ein richtig geiles Battle hoffentlich an den Tag legen. Okay, die Türen werden nämlich jetzt eingehauen von unseren Einheiten. Und da geht die Action ab. Okay, wir haben Akromus, der jetzt schon mal ein bisschen 3 Kills, 4 Kills vorgeführt hat. Rogue hat die meisten Assistants. Einen schönen Epic Kill. Und das war's, Leute. Sehr gut gemacht, liebes Team. Wir haben es geschafft. Wir geben Random Rewards raus natürlich an euch. Ihr kriegt eure Münzen. Und ich krieg hier Warrior Scrolls plus nochmal 50 Münzen. Aber nichtsdestotrotz gehen wir mal weiter. Wir werden nämlich jetzt noch ein Battle machen. Das heißt also, haut nochmal richtig viel Einheiten rein. Ich hätte mal gesagt, ich tanke hier unten mal an. Haut richtig, richtig viele Einheiten rein, dass wir da nochmal ein gutes Duell hinkriegen. Und dann kommen wir jetzt aber auch endgültig mal zum Opening. Zum Glück läuft das im Supermarkt nicht so. Ja, obwohl ich es mir manchmal echt so ein bisschen vorstellen kann, dass so ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich heute eine Karte ziehe, wenn ich ehrlich bin. Ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass ich heute... Oh, Lich King. Lich King ist noch einer der wenigen Charakter, die mir fehlen würden. Eine Epic. Okay, das ist auf jeden Fall ein Skin. Was habe ich? Lich King. Hello. Was habe ich für ein Skin? Oh, den guten Brightwing. Cooler Brightwing-Sinn. Das ist okay. Damit habe ich schon mal eine Karte gezogen. What's in the box? Pirate Stuff. Oh, Legendary. Alex ist okay. Alex ist zwar so ein mittelmäßiger Charakter, ist aber definitiv okay, um in der Dragon-Combo zu spielen. Vol'jin, sehr cool. Brightwing, okay-ish. Red Snake, der will echt gucken, dass ich genug trinke, hey. Ein Legendary Yaraxus. Fehlt mir tatsächlich auch noch ein bisschen was, um den zu craften. Den hätte ich auch sehr gerne. Gaosh und Gul'dan. Gul'dan habe ich letztens das gekriegt in einem Pack. War ich relativ dankbar darüber. Rexar fehlt mir auch noch. Ich habe so viele Orks. Oder habe ich Rexar? Ne, ich habe Rexar nicht. Mir fehlen so viele Orks. Oh, nochmal eine Epic. Nochmal ein Skin. Also Grommash ist okay, habe ich tatsächlich. Saurfang. Okay, Saurfang habe ich. Komm schon, jetzt noch eine Legendary rauspullen. Das wäre nice. Ja, schade. Oh mein Gott, was war das für ein schlechtes Pack. Doppel-Brukan wieder. Brukan wird bei mir einfach direkt Level 100 sein. Instant. Okay, Leute, passt auf. Wir können uns jetzt vielleicht mit viel Glück, also davon habe ich 360 von Garrosh. Das ist halt nichts. Jiraxxus fehlen mir noch 100. Ist halt auch kacke. Lich King fehlen mir halt noch 50. 41, aber das ist okay. Rexar kann ich mir jetzt craften. Sehr nice. Das heißt, ich habe Fighter komplett, oder? Yes, ich habe die Fighter komplett. Mir fehlt noch Uther. Ja, ist okay. Mir fehlt noch Uther. Mir fehlt noch Garrosh, Jiraxxus und Lich King. Dann bin ich durch. Puh. Das kann noch dauern. So, Leute. Also, wechseln wir mal das Spiel zu Legion TD2. Machen wir es mal so. Dann öffne ich Steam. Und dann wird jetzt eine kleine Runde Legion TD2 gespielt.
Und natürlich Haustür geschlossen. Für die Leute, die jetzt sagen, hey, ab jetzt ist für sie der Stream nichts mehr, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch. Das ist schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, euch hat der Mercenary-Modus Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder bei was anderem. Ah, das ist dieses Spiel gerade laut. Oh mein Gott. Macht es nicht. Okay. Okay, ist immer noch super laut, aber... Muss leider auf, habe von der Partei Nachbesprechung der Sondierung zur Ampel. Alles klar, Misa, ich wünsche dir was. Mach's gut. So, ich habe, glaube ich, kein Legion. Nehmen wir Genjin einfach. Genjin sollte okay sein. So, Leute, Legion TD2 ist ein Spiel, in dem man versucht, Dinge aufzubauen. Und zwar, ihr versucht damit hier euch ein Team aufzubauen. Wir gehen jetzt auch direkt ins Ranked rein. Ich spiele Legion TD2 sehr gerne und auch ab und zu wirklich immer mal wieder mit dem Storm habe ich das gespielt. Sekunde, ich muss jetzt kurz mal hier noch die Stream-Info ändern. Denn es ist Legion TD2. Ich gucke auch sehr, sehr gerne irgendwelche Streams dazu oder sowas. Also es lohnt sich definitiv, da mal reinzugucken. Falls ihr dieses Spiel nicht habt, könnt es euch definitiv mal. Wenn ihr da Lust habt auf sowas. Muss man ja auch dazu sagen. So, momentan passiert ja noch nicht viel. Jetzt muss ich mal wieder reinklicken. Okay. Ich bin inzwischen Bronze 1, was okayisch ist, würde ich mal sagen. Hey Wuffy, mach's gut. Bei Rain in 14 Tagen kommt Hut House, sollte dich ja ab und zu dran erinnern. Ja, genau, dankeschön. Ich spiele einen Kämpferauswahl. Ich möchte hier nicht rein Jolon. Und möchte natürlich den Metzger. Metzger ist so eine starke Einheit. Der Metzger ist eine wirklich starke Einheit. Also, Butcher ist nice. Ihn als Caster. Dann mache ich das so. Was steht hier unten? Kein Arcana Tank. Er ist doch ein Arcana Tank. What the fuck? In was kann man nochmal den Gral weitermachen? Ist der relevant für mich? Ich habe ja den Butcher. Ich glaube tatsächlich, dass das ganz cool ist. So. Ich gehe auch direkt rein, schreibe hier mal kurz Hi und drücke auf Bereit und damit sind wir ready, Leute. Also, in dem Spiel geht es darum, ihr baut euch immer wieder ein Team aus verschiedenen Units, könnt eurem Gegner aber auch gleichzeitig noch böse, also negative Units senden, die ihm halt Schaden machen sollen in einer gewissen Hinsicht. Ich habe jetzt natürlich auf der 1 nichts gesendet, weil ich auch momentan noch kein Stuff habe. Wir können auch mal gucken, was das gegnerische Team hat. Wir haben hier einmal einen Skelettkämpfer, der wird es knapp schaffen. Und hier unten haben wir zwei Himmelsjäger am Start gehabt. Mein Teammate spielt, oh, Ewiger Wanderer ist ein sehr, sehr cooler Unit. Spiel sieht ganz interessant aus, es ist auch definitiv interessant. Das ist halt Kombination aus Strategie wie auch Tower Defense. Und das ist halt immer, finde ich, eine sehr, sehr gute Sache. Was hat er nochmal für eine Range? Ich hätte hier versuchen können, auf den Split zu spielen, aber das sollte theoretisch so passen. Wegen dem Heal, den ich hier kriege mit meinen Units. Oh wait, kriege ich keinen Heal mit meinen Units? Doch, ich kriege doch hier einen Heal. Oh,
Das wird knapp, Leute. Wie ein Profi gespielt. Perfekt. Das war unnötig riskant, muss man mal ganz ehrlich sagen. Bist du Fernkampf? Ich weiß nicht, ob er Fernkampf ist. Ich glaube, er ist Nahkampf, gell? Ja, er ist Nahkampf. Okay, dann gucken wir doch mal. Wir haben uns dem Gegner eine gute Einheit geschickt. Das ist das von meinem Freund, was er geschickt hat hier. Mein guter Dude, der hier mit mir spielt. Mimor. Und das ist das, was ich geschickt habe. Mal gucken, ob wir da durchkommen. Sieht aber ganz gut aus. Ja, das könnte gut funktionieren. Also meiner wird auf jeden Fall leaken, was eine sehr, sehr schöne Sache ist. Das nennt sich Leak. Wenn jemand was durchgelassen hat, ist es ein Leak. Der andere Gegner hat auch geleakt. Wir haben beide gehalten. Das heißt also, ich kann mir hier einen Worker gönnen. Good job. Das war eine gute Sache. War wirklich eine gute Sache. Und jetzt kommen die durch und klopfen hier auf den gegnerischen König ein. Ziel des Spiels ist logischerweise, den gegnerischen König zu töten. Ganz klar. Hey, der gute Lamefish hat jetzt hier reingehauen, Leute, dass wir hier mal einen guten Heist nochmal weitermachen. Deswegen nochmal für 1000. Könnt ihr da reingehen? Hi, bist du schon wieder da? Nee. Direkt nochmal rein und jetzt gucken wir mal schnell. Wir müssen nämlich was bauen. Ich soll nochmal einen Shuriken bewaffneten Dude bauen. Ich meine, das ist okay wahrscheinlich. Hi. Kleine Sekunde, ich bin mal ganz kurz gemutet, Leute. Okay, ich bin wieder da, liebe Leute. Ich bin wieder da. Ich bin wieder hier. In meinem Revier. Okay, was muss ich machen? Swift, wir brauchen mehr Swifter. Oh, ich habe jetzt natürlich nichts reingehauen. Ich bin halt gerade voll nicht im Game drin, das ist nicht gut. Ich muss mich echt ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren. Das ist gerade nicht gut. Ich gebe dem Gegner gerade hier wirklich viele Vorteile.
Das ist aber nicht meine Wave, oder? Doch, das ist meine Wave. Hä, nein. Wait. Das ist meine Wave. Er lässt zwar ein bisschen was durch, aber es ist nicht ausreichend. Ja, natürlich, da muss ich auf Nummer sicher gehen. Oh, Power League. Einfach den Power League legt er hier, das ist okay. Ich gehe für einen Worker. Er ist halt schon auf 9 Worker. Ich bin halt voll raus gerade jetzt. Er hat eine Violet. Violets sind böse. Aber es gibt uns einen großen Boost erstmal, wenn er stirbt. Zumindest mir gibt es einiges in Gold. 10, das ist gut. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Nightmare ist nämlich sehr, sehr gut an dieser Stelle. Ich kann dich noch nicht. 75 würde das als Upgrade kosten. Das heißt, ich verkaufe dich und upgrade dich. Und damit trenne ich nämlich jetzt die zwei, die Wave ein bisschen. Und durch die Wave-Trennung wird das eigentlich ganz gut. Okay, er sendet jetzt nochmal. Das heißt, ich sende auch was mit, einfach um Loyalität zu zeigen. Mal gucken, ich brauche jetzt ein paar mehr Worker. Ich bin ein bisschen aus dem Worker-Game gerade draußen, das ist nicht gut. Okay, er wird nicht leaken. Er hier wird leaken wahrscheinlich. Das ist gut, das ist sehr gut. Wenn ich hier jetzt noch einiges kaputt machen würde, zumindest den Mudman, das wäre gut, aber ich glaube, den schaffe ich nicht, gell? Nee, der Caster macht ja zu viele Sachen. Okay, mein Dude schafft es auch hier noch. Locker. Nice. Er macht das gut. Er macht das wirklich gut. Der Mudman ist direkt gestorben. Die Katze ist der stärkste Damage-Dealer gegen die. Die hat auch schon 6 Fisch. Das heißt also, sie hat plus 90 gekriegt an der Stelle. Das ist nicht schlecht. Newsflash. YouTuber Scroll betrügt seine Community und hat nun lebenlang im Scrollicon-Knast in Texas. Ja, nice. Freue ich mich schon drauf. Hab gehört, die haben gutes Essen. What the fuck? Einfach. Okay. 200 kostet das Upgrade. Ich krieg hier 48. Damit gehe ich jetzt auf die Orchidee und bin immer noch ein bisschen drunter. Hermit noch mit. Oh, 160er Cent. Oh mein Gott. Das ist nicht gut. Obwohl er ist ein bisschen vorgegangen. Das ist tatsächlich ganz gut. Aber der macht halt einen insane Job an der Stelle. Das werde ich nicht schaffen. Ich meine, ich habe so viel wie möglich weggenommen. Aber mein Kollege, der hat das tatsächlich. Der kriegt das Gott sei Dank. Ja, irgendwie bin ich gerade noch nicht so ganz drin. Ich habe auch nur 95. Ich habe noch keinen guten Rhythmus hier irgendwie gehabt. Ich meine, mein Kollege wird es hier easy schaffen, weil er seine PUEs hier geboostet hat, aber das war echt nicht gut. Ich muss echt ein bisschen aufpassen. Ich meine, ich habe jetzt die letzten Games alle gewonnen. Das heißt nicht, dass ich jetzt hier auch an der Stelle wieder gewinnen kann. Mir fehlt halt Gold, aber auf Wave 10 könnte ich das tatsächlich wieder reinholen. Okay, das wird meine Tankline. Dahinter ist dann der Ding. Ich muss gucken, dass ich halt auf meine Werte komme. Das ist wichtig.
gehe auf einen Worker. Okay, alle haben abgewehrt. Okay, Safety Mall. Könnte gefährlich werden. Dieser Damage weniger ist gefährlich. Nein, er hat zu früh mein Berserker angegriffen. Ja, das liege ich. Er hat ein bisschen zu früh meinen Berserker angegriffen. Der war gerade, der hat angefangen zu critten. Und damit hat es halt dann nicht mehr gereicht. Dammit. Und wie viel hat der Rote noch übrig gehabt? Ein Viertel Leben auf dem. Oh, komm schon. Das Safety Mall war halt auch einfach ridiculous. Ich liege hier gerade so hart einfach nur. Das ist echt nicht cool. Aber ich meine, es wird definitiv abgewehrt. Das ist wichtig. Es kommt nicht an unseren König ran. Mein Gott, hey. Das ist kein gutes Game gerade von mir. Boah, was ist hier gut? Ja, ich schließe mich dem an. Sehr viele Pierce Damage. Okay, sehr viele Pierce Damage. Das heißt also, am besten wäre es, wenn ich auf der 13 sende. Am besten wäre es, wenn ich auf 13 sende. Alles klar, Real Snake. Mach's gut. Oh mein Gott. What the fuck? Ich meine, prinzipiell kann ich das nicht halten jetzt. Ich habe gedacht, der Butcher hat noch volles Leben, aber nee, so wird es leider nichts. Nein. Alter, das ist halt so viele Lizards. Das ist ja eine Schweinerei. Das war jetzt natürlich nochmal, damit wir noch einen größeren Send jetzt machen können. Weil jetzt muss gesendet werden. Jetzt muss alles mit reingepackt sein. Okay, passt auf. Ich kriege noch 120 zusammen. Das heißt, ich kriege noch einen zweiten Safety Mode zusammen. Den hier kriege ich leider nicht mehr zusammen.
Nicht stapelbar. Der hat mir nochmal die Lizards geschickt. Nein, mein Safety Mall wird angegriffen. Och komm, warum stehst du denn vorne? Das ist halt wieder Positioning-Ding. Also wir haben hier auf jeden Fall einen guten Job gemacht jetzt erstmal. Erstmal einen guten Job gemacht. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat der hier die Lizards genommen, gell? Der andere, also mein Gegenspieler. Leute, hat wieder einer gelegt. Okay, das sind Fernkämpfer. Oh shit, ich habe überhaupt kein Gold ausgegeben gerade. Oh Gott, das war nicht gut. Ich war so fokussiert auf das Senden. Ich bin minus 500 gegangen. Alter, das ist nicht gut. Alter, das ist halt gar nicht gut. Fuck. Also die Leute gucken halt einfach nur zu. Ich meine, lass sie halt, wenn es ihnen Spaß macht. Ja, ich würde sowas von liegen. Ich war halt richtig schlecht. Ich habe halt null gebaut, aber mein Mate hat gehalten. Das ist wichtig. Der wird nicht halten. Oh, das ist halt gut. Das ist halt so gut. Aber ich glaube nicht, dass es reicht. Ich glaube immer noch nicht, dass es reicht. Auch wenn die hier richtig tanky sind. Das ist halt ein vollgestackter König. Oh mein Gott, es reicht. Oder? Nee, es reicht nicht. Oh mein Gott, es reicht nicht! Okay, ich bin 1500 im Minus. Jetzt muss ich ein paar Sachen machen. Okay, was kommt als nächstes? Pierce. Das heißt also, ich
Verkaufe den hier. Ich packe den hier hin. Ich upgrade den hier. Ich upgrade den hier. Ja, damit bin ich jetzt ungefähr wieder auf dem Stand. Ich meine, wir müssen nur ein bisschen Action noch machen. Das wäre halt super. Zwei, drei Leaks wären gut. Nicht mehr. Oh mein Gott, meins könnte ein Leak werden. Oh mein Gott, das ist ein GG. Das ist ein GG. Victory. Nice. Oh mein Gott, mein Mate hat halt so gut gespielt. Der hat halt wirklich richtig gut gespielt. Ja, ich habe keine gute Performance gehabt in dem Game. Ich habe super viel einfach geleakt, weil ich halt, das eine habe ich durchgelassen und dann war es halt, da war ich hier aus der Dinge irgendwie raus. Da war ich da irgendwie raus. Aber guck ich das mal an. Ich war sogar besser als der Beste bei denen. Der hier hat halt extrem geleakt und dann hat er halt auch ganz gut geleakt. Ja, Leute, das ist Legion TD2. Geiles Game. Wird vielleicht auch ab und zu jetzt immer mal wieder auf meinem Kanal erscheinen. Gucken wir mal, ob noch genug Leute hier Sachen reingespendet haben. Ja, natürlich, die Armee ist wieder bereit. Liebe Leute, wir machen jetzt noch einen kleinen Kampf mit der Armee. Und dann soll es auch wieder das für diesen Stream gewesen sein. Denn der nächste Stream kommt ja am Donnerstag. Dort wird es dann auch wieder Mercenaries geben. Bis dahin level ich nochmal ein bisschen. Da wird es dann wieder Mercenaries geben. Und danach werden wir eine Runde Binding of Isaac spielen. Könnt ihr alles auf YouTube gucken. Das sind die Ankündigungen inzwischen draußen. Rogue geht hier mal wieder ab mit vier Kills inzwischen. Rogue macht hier einen richtig guten Job. Und ja, damit, mit diesem tollen Kampf, möchte ich mich dann auch mal von euch verabschieden. Es war mal wieder ein extrem cooler Stream. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt es schön in die Kommentare. Warte mal, das geht hier ja gar nicht. Das ist ja Twitch und YouTube. Und mein Essen ist jetzt fertig. Deswegen gehe ich jetzt essen, liebe Meute. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.